Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von PowerPoint TV. Heute sind wir am Platz der Luftbrücke mitten in Berlin. Hinter uns ist das Luftbrückendenkmal, die sogenannte Hungerhake. Im Tutorial dieser Ausgabe sehen Sie, wie sich mit Ringsegmenten komplexe Zusammenhänge anschaulich erklären lassen. Komplexe Zusammenhänge auf einer Textfolie zu erklären, ist nicht ganz einfach. Das folgende Tutorial zeigt, wie Sie mithilfe von Ringsegmenten Informationen in Ihrem Zusammenhang bildhaft erklären können und damit auch leichter für das Publikum verständlich machen. Ausgangspunkt für diese Lösung war eine Leserfrage an die Monatszeitschrift PowerPoint Aktuell. Die Antwort wurde dann in Ausgabe 7 2009 veröffentlicht. Mehr zu PowerPoint Aktuell erfahren Sie unter www.powerpoint-aktuell.de. Schauen Sie sich einfach folgende Folie an. Es geht um die Analyse des Beamermarktes. Zuerst werden die beiden Produkte benannt, die zu analysieren sind, dann welche Merkmale dabei beachtet werden müssen und schließlich über welche Vertriebskanäle der Verkauf der Beamer erfolgt. Die Lösung jetzt nicht mit einer Textfolie, sondern mit Ringsegmenten. Am Anfang werden also die beiden Produkte angezeigt, dann die Merkmale, die wichtig sind, und dann die Vertriebskanäle. Das ist eine Lösung, die sich mit PowerPoint bis zur Version 2003 anfertigen lässt. Ich zeige gleich auch nochmal die Variante, die in 2007 möglich ist. Anhand der Grafikeffekte ist dort natürlich von der Optik her mehr rauszuholen. So, ganz wichtig bei der Lösung ist, dass nicht nur die Ringsegmente gezeichnet werden, sondern dass anschließend auch die Informationen schrittweise auf der Folie eingeblendet werden. Also im Prinzip geht es ja hier um drei Ebenen. Einmal die Produkte, einmal die Merkmale, einmal die Vertriebskanäle. Die Animation hat gut gezeigt, dass die Lösung in drei Ebenen aufgebaut ist. Das ist zum einen für ganz außen ein Kreisdiagramm bestehend aus 5 Segmenten, für die zweite Ebene ein Kreisdiagramm aus 4 Segmenten und für die dritte Ebene, also den inneren Ring, ein Kreisdiagramm aus 2 Elementen. Und so setzt sich das zusammen. Ich zeige jetzt in PowerPoint 2003, wie diese drei Kreisdiagramme, die Basis für die Lösung sind, erstellt werden. Zuerst einmal wähle ich Format Folienlayout und erhalte dann hier rechts den Aufgabenbereich und dort wähle ich als Folienlayout dieses aus, Titel, Diagramm und Text. Den Textplatzhalter, den brauche ich nicht, den kann ich löschen und übrig bleibt hier der Platzhalter für das Diagramm. Ich doppelklicke auf den Platzhalter und komme jetzt zur Eingabe der Daten. Die Informationen in Spalte B, C und D brauche ich nicht. Doppelklick, Doppelklick, Doppelklick. Schon sind sie ausgeblendet. Das brauche ich hier auch nicht noch. Also wieder Doppelklick auf den Zeilenkopf. So, ganz wichtig ist jetzt, dass die Zahlen gleich groß sind, damit ich gleich große Segmente dann in dem Kreisdiagramm erhalte. So, nachdem ich jetzt die Zahlen eingegeben habe, brauche ich das Fenster nicht mehr. Ich gehe auf Diagramm, Diagrammtyp, Kreis, okay. So, kleines Problem. Daten, Datenreihe in Spalten. Jetzt habe ich meine zwei Segmente. Ich lösche die Legende, Entferntaste. Ich lösche die Zeichnungsfläche, nochmal Entferntaste. Und jetzt möchte ich gerne das Ganze noch um 90 Grad drehen. Ich klicke ein Segment an. Format, markierte Datenreihe oder Steuerung 1, Option und hier gebe ich jetzt ein 90 Grad. Damit wäre die erste Ebene fertig, das Kreisdiagramm bestehend aus 2 Segmenten. So, das nehme ich jetzt, mache davon ein Duplikat, einfügen, Folie duplizieren, wer es schneller haben möchte, Steuerung Umschalt D und das Duplikat, wieder Doppelklick drauf, jetzt bin ich wieder im Diagrammmodus. Und dann gebe ich hier wieder ein, ich brauche jetzt eins mit 4 Segmenten, noch eine 20 und noch eine 20. Und davon mache ich auch wieder ein Duplikat. Nochmal ein Doppelklick auf das Duplikat, auf das zweite Duplikat. Und hier brauche ich noch ein fünftes Segment, also nochmal die 20. So, damit habe ich die drei Kreisdiagramme erstellt. Die sind hier und jetzt geht's weiter.
Im nächsten Schritt wandle ich jetzt die drei Diagramme in PowerPoint-Objekte um, also in Zeichnungsobjekte. Und zwar aus zwei Gründen. PowerPoint-Objekte lassen sich flexibler formatieren, also Linienstärke, Linienfarbe, Füllfarbe lässt sich viel leichter zuweisen. Und der zweite Grund ist, PowerPoint-Objekte kann ich ganz individuell animieren. Bei Diagrammen bin ich da wesentlich eingeschränkter. Ich markiere das Kreisdiagramm und dann mit der rechten Maustaste rufe ich im Kontextmenü den Befehl auf Gruppierung, Gruppierung aufheben. Jetzt kommt eine Warnung, dass damit die Verbindung zur Datenbasis verloren geht. Das bestätige ich mit Ja. Und das gleiche nochmal rechte Maustaste, Gruppierung, Gruppierung aufheben. In früheren Versionen würde einmal reichen. Und jetzt habe ich die Einzelobjekte. Ich klicke jetzt mal außerhalb, um die Markierung aufzuheben, klicke einmal hier oben, um diesen Rahmen, den ich nicht mehr brauche, zu entfernen und habe jetzt übrig diese beiden Elemente. So, ganz wichtig ist bei dem Diagramm, wenn die dann übereinander gelegt werden, damit das nicht so 100% exakt sein muss, dass man das ein bisschen kaschiert. Und zwar wähle ich dazu erstmal Linienfarbe weiß und dann eine Stärke von mindestens 6 Punkten. Wenn die dann übereinander gelegt werden, dann kann ich durch diese breiten weißen Linien eventuelle Ungenauigkeiten etwas kaschieren. Ich habe das jetzt für alle drei Diagramme erledigt. Alle drei Diagramme haben jetzt also weiße dicke Linien und die Segmente habe ich jetzt jeweils in ein oder zwei Farben umgewandelt. Ich gehe jetzt zu dem Segment, was im Hintergrund liegen soll, was am größten sein muss. Ich markiere die Segmente, rechte Maustaste, Gruppierung, Gruppierung. Und jetzt ziehe ich das Ganze mit gedrückter Steuerung und Umschalttaste größer. Steuerung von der Mitte aus, Umschalt